Aber meins. Imposter, ja! Ach, das war zu früh. Herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind wieder Imposter. Ich wollte eins lügen, nee, ich aber das machen wir auch diesmal. Es ja? sind zwei Imposter. Wir lügen einfach an. So, wir gehen hier rein. Und guck mal. Oder warte, wir gehen hier rein. Und gehen dann hier gucken. Noch ist hier niemand. Oh Gott, mein Magen knurrt, Leute. Oh Gott, da kommt jemand rein. So. Aha, da ist er. Er macht einfach direkt das. Alarm! Alarm! Bei einem Call ist es recht safe, Moritz. Hä, wie ist er jetzt schon wieder? Er ist der Einzige, der die Tasse um mich gemacht hat. Das sind fast ja alle oder wie keine ich Moritz Art. Kenne, wollte er den erst später machen. Ja, das kann man also wirklich. Wo ist denn Simon, Moritz? Nein. Weißt du, wo Simon ist? Nein! Ich weiß, irgendwie sind unten links irgendwo lang gegangen. Simon, unten links? Ich war unten links. Und links kann er nicht gewesen sein. Also er ist nach, vom Schiff aus nach links unten gelaufen. Dann war. Achso, wenn er außen lang gelaufen ist, dann weiß ich nicht. Dann war ich nicht da, keine Ahnung wo. Rexy ist es nicht. Moritz, was hast du denn jetzt gerade hier gemacht? Ich bin nach rechts gelaufen durch die Schleuse, weil ich da unten als erstes schnell das fertig machen wollte. Dann hattest du Angst. Genau. Und auf dem Weg hast du Simon platt gemacht. Nee. War mutig. Nee, ich bin doch als erstes weggelaufen. Moritz war es jetzt schon zweimal. Conny, für wen hast du gebotet? Gib. Okay, da schließe ich mich an. Ich schließe mich nicht an. Ich könnte jetzt einfach Moritz rauskicken, nur weil er den Task erst später machen wollte. Also, ich skippe auch, aber ich sehe es schon. Moritz ist es und am Ende schreit Marco, ja, dass er ich wusste die ganze Zeit, ich will es nicht. Ja, okay, dann kicken wir eben Moritz nächstes Mal raus. Was soll's. Okay. Ohne Beweise einfach, ne? Lächerlich, Marco. Was für Beweise? Ja. Lächerlich. Indizien. Du bist einfach direkt dahin gelaufen. Indizien, Moritz, Mann. Wie im Gerichtssaal. So, wir gehen hier erstmal wieder hier rein. Gehen mal gucken. Wir machen mal das. Dann gehen wir hier rein und gucken, ob da überhaupt jemand ist. Aber ich glaube, da ist niemand. Gehen wir hier erstmal wieder raus. Und gehen mal hier rumgucken. So, ist hier jemand? Ach, Fenrich ist auch hier, okay. Gut, schauen wir mal. Da ist Phoebe. Phoebe geht dahin, okay. So, dann gucken wir ihm mal zu. Also, der Typ, der geht da die ganze Zeit hin. Wir machen mal hier den Baum einfach. So. Dann merken wir, das Licht geht wieder aus. Wir gehen nach Haus. Rabimi, Rabi, bum, bum, bum. Schalten hier das Licht wieder aus. So, super. Dann gehen wir erstmal wieder nach unten. So, dann können wir das so machen. So. Oh, cool, cooler Raum. Wir gehen raus. Das Problem ist jetzt leider Fenrich tatsächlich. Ich muss aufpassen, wo Kameras sind. Ich muss einfach aufpassen, wo die Kameras sind. Hier ist keiner, oder? So. So, ich habe mir das. Ich mach nochmal hier Reaktor gleich. So, wir füllen hier noch eben auf. Und dann gehen wir gleich nach links. Oh, da ist Lexi. Wo? Lexi ist weg. Ja, Phoebe, mein Freund. Hä? Ich bin oben bei Lukas. Ja. Hä? Wo ist denn? Wo liegt denn erstmal Lexi? Ja, ich fahr gerade in Dings. Also, ich kann dir sagen, wo Lex liegt. Und ja, mach zwar das mal. Unter dem Versammlungsraum. Links und darunter. Ja, und Phoebe kam mir entgegen. Also, ich bin da. Vor 15 Sekunden, bevor ich den Wurf gemacht habe, kam Phoebe mir von der Richtung entgegen. Und davor haben alle gelebt, weil ich gerade. Also, ich war Admin und dann bei den anderen Dingen, da haben alle gelebt immer. Von der Richtung. Und ja, ich war an Weitels dran, gehe nach rechts und dann nach oben zu Lukas, so ich ihn sehe, da meine Task mache.
Und dann ist der Emergency Call und dann geht dann Lukas einfach in die Schleuse rein. Ja, okay, also Lukas, du warst rechts draus. Also, ja. Mal ganz kurz, ich war eben auch noch unten links, hab da was in der dunklen Ecke gemacht und hab sogar hellblau noch gesehen und war froh, dass ich da jetzt nicht war. Aber da habe ich sonst niemanden gesehen. Ich war eben gerade eingesperrt mit Lukas in Electrical. Ja, richtig, aber doch, doch. Und dann geht Lexi nach links, da geht er weg, ne? Oder was? Ich bin da nicht so gegangen. Nee, unten links hast du gesagt, innen drin? Na, da, pass auf, was? Bei dem Raum einfach hier, wenn du rauskommst, links. Da sind, glaube ich, Wires oder irgendwie Download. Also nicht da bei dem Baum, da in dem Areal. Nee, einfach hier rausgehen und dann direkt links. Okay, weil als wir Lichter gemacht haben, kam dunkel, kam braun, nämlich von der Richtung unten. Aber Lexi war ja halt. Du hast Lexi nicht gesehen, als du da lang gelaufen bist, oder was? Die war hinter mir, ich bin vor lange gelaufen. Ich bin direkt da durch, weiter zu Gang geguckt, bin direkt weitergegangen zu oben, zu Medbay und so weiter. Ich glaube, Lukas hinter mir. Lukas ist safe. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Ja. Na, Na, verfickt. Ich werde trotzdem skippen. Ich habe übrigens auch noch Asteroiden, Conny. Ja, Digital Tast sind aus. Nur so. Hä? Okay. Was? Gut. Du siehst das nicht. Doch, du musst bloß rausgehen. Nein, das sieht verdacht, nur der Typ, der die macht. Das ist sehr schön. Andere, wir haben das ausgestellt. Ich geh erstmal wieder hier rein. Wir machen wir das Licht aus. So, gehen da hin. Zack, 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 zack. So, super. Da gehe ich wieder raus. Am besten gehen wir hier unten irgendwo hin. Ich weiß einfach nicht, wo hier Kameras sind tatsächlich. Da ist eine. Da ist eine. Okay. Ich weiß nicht. Da ist auf jeden Fall Fähnrich. Er geht jetzt hier rein. Und er geht da hinten gucken. Okay. Gucken mal hier. Nächsten. Wo ist der nächste? Oh Gott, ich muss jetzt hier langsam raus einmal. Wir müssen einmal hier Sabotage machen. Sonst ist es over. So. Okay. Dann gehen wir hier auch mal raus. Und gehen nach rechts. Achso, die sind da. Sind die da? So, dann mach das mal bitte. Super. Sehr gut. Sehr gut. So, da ist auf jeden Fall Phoebe, Schirn. Da ist auf jeden Fall Phoebe. So. Geh mal nochmal hier rein. Wir gehen wieder hier rein. Das Problem ist, das ist jetzt sehr, sehr auffällig. Alarm! Conny, Alarm! Du hast es auch gesehen. Hast du es nicht gesehen? Ja, ich stand vor der Tür halt, ne? Ach, vor der Tür? Ja. Oha. Also, Marco war es anscheinend doch nicht. Dann sag mal, wo er war, ey, Granger und Fehler. Ah, Conny, du Imposter. Ich war im Schuppen und hab Öl geholt. Rote Rede nicht. Benzin. Was nochmal, wo bist du? Die Benzintaste ist aus, du so nebenbei, ne? Es ist Moritz. Es ist Moritz. Es ist boah, Moritz. Woher soll ich denn wissen, was ausgeht oder was ihr immer nein, da herumstellt? Das ist ja lächerlich hier es, langsam. Es muss Moritz sein. Sorry, Moritz. Alter, ich spiele gleich wirklich nicht mehr mit, ja? Wieso okay, ändert ihr denn jede Runde die Task? Wir hatten die Hammer nicht, aber die. Nein, das. Ich hab mir ganz gerade ausgedacht, sorry. Aber du bist doch reingefallen, also brauchst du. Oh so lol, was ist denn passiert? Ich war AFK, was passiert? Conny ist es, hat er gerade zugegeben. Ja, ich bin's. Was hast du gesagt, Conny? Conny hat gesagt, C-Tasks existieren nicht und ich habe die trotzdem gemacht. Richtig. Also welche Tasks existieren nicht? Ja, hier Benzin auffüllen. Ja, natürlich existieren die. Ja, ne? Lächerlich von Conny, der sagt, die gibt's nicht. Dann sagt Moritz, warum sollte ich das wissen, dass es das nicht gibt? Der ist halt wirklich so, woher sollte ich das denn wissen? Das ist ja lächerlich hier. Das war ein Test. Das war ein Test. Oh Gott, wer fühlt sich jetzt? Aha. Wir haben ihn doch gekillt, jetzt komm mal runter. Aha. Sorry, wir haben ihn doch gekickt. Ah, ich glaube schon, ja. Ja, wir wollten trotzdem lächerlich. Ich mach nie als erstes diese Task.
Moritz, das war ein Bluff, zum Beispiel. Nee, ich spiel jetzt nicht mehr mit, das reicht mir jetzt. Ach, ich bin jetzt mit Leon.